Ins Haus gehört, dass man nicht um alles herum muss laufen. Das ist eigentlich helfen, wenn sie hier gehen durch die Kühe. Hier haben wir den Milchraum. Hier kommt die Milch her. Weißt du, hier werden Kannen oder der Tank gefüllt. Das ist der Wassertank, oder? Und dann läuft es über die Hauswasserpumpe. Und wenn der Tank voll ist, läuft es aus in den Brunnen. Hier gehen wir rein vom Milchraum her in den Milchstand. Und da können wir einfach zwei oder vier, ich kann da gleichzeitig. Aha. Da kann man rein. Das ist der Laufhof, ja. Da kann man einfach auch warten. Der Warteraum gibt es da im Prinzip. Da kann man Barrieren, eine runter machen und diese zudämpfen. Bei dieser Tür gehen sie nachher wieder raus ins Tal. Das ist der grosse Wort, du. Gell, es wahnsinnig ausgehöhlt ist. Dann kann man sie hier einsperren, oder? Du kannst alle miteinander, wir können nachher auch alle miteinander auslösen. Oder auch, wenn es der grosse Tag nach rund einer halbjährigen Bauzeit kommen die Kühe wieder raus, oder die Kühe von beiden betrieben werden. Heute zuerst mal hier zusammengeführt, alle zusammen. Das ist ach, der Dreger hätte es mögen ausdrehen. Wir konnten ja nicht gerade abstützen, wie es der Boden ist gemacht war. Und dann, als wir hier gefuscht haben, plötzlich gesehen, dass der, einfach die Balken sind hier im Meterfeld im mittleren Bereich. Und dann, als wir hier gerade unterstützen konnten, hat es dann schon wieder geklüpft. Aber das ist früher auch, hast du hier, wo du noch mit der grossen Dröschmaschine daheim dröschen hast. Es war hier kühl, weißt du, der Gericht. Hier war ein Ding, ein Gang, wo du raus konntest. Und wenn einer der Platz hast, auf der Bühne ein Gängchen geschrot hast, dann konntest du kühl nehmen. Dann hat man das in die Trunkgleiche gemischt, oder? So. Jetzt brauchen wir noch das Kühlbrot. Jetzt haben wir hier das Provisorium gemacht, dass wir die Bäsche schaffen. Ist das der berühmte blaue Band, der jetzt nachher durchschnitten wird oder so? Das ist einfach Abtrennung. Und wie fühlt man sich so? Als ein Nervös. Aber habt ihr das auch selber geplant? Also eben der Zolliger hat geplant. Die gehen auch auf Forschen, macht zum Sugar. Also dann dort können wir nehmen, dass wir dann die Kühe hier. Aha. Komm oben, dort könnt ihr Wasser nehmen.
Die können Sie im Prinzip jederzeit Ihr Futter selber holen. Ja. Jetzt werden einfach die Kühe von diesen beiden Betrieben werden bei uns zusammengeführt. Oder? Gusti geht jetzt eben der Vorschub zum Schwiegervater. Der schaut jetzt nicht so den Gusti schauen. Sehr. So, bist du jetzt immer noch nervös? Ja. Ja, was? Aufgezügelt sind, ist das Land noch ein halbes Jahr müssen der Zins zahlen. Jetzt ist das Land. Irgendwie im 59. Einmal hat der Vater den gekauft, oder? Und am 15. März 60 sind wir aufgezügelt. Danke dir auch, gell? Da haben wir einen Schreck.
halbes Jahr sind Kühe fort. Ach gut. Jawohl. Genau. Und das hast du im Kalender angestrichen? Der Röschel hat das auch.